wie hast du mich genannt? Urvater der deutschen Comedy? Wer bist du dann? Gandalf oder was? Wahnsinn. Geht das noch mit dem T-Shirt? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt über 40. Man trägt gerne so Sachen jetzt so. Also so ein bisschen, die einen ein bisschen jugendlicher machen. Das ist ein bisschen Spack, das T-Shirt. Ich habe zugenommen in letzter Zeit. Viele haben mich gefragt, Hennes, du bist doch dick geworden. Ja, ich bin dick geworden. Ich bin dick geworden. Und es hat aber einen ganz speziellen Grund, warum ich zugenommen habe. Ich habe nicht zu viel gefressen, sondern ich sage es jetzt hier vor euch. Ich habe aufgehört zu rauchen. So, das ist Dankeschön. So, das muss auch mal gesagt werden. Ja, danke, sehr nett. Das Blöde ist nur, ich habe vorher nicht geraucht. Das ist irgendwie... Nee, es ist ja auch überall verboten. Man darf ja nirgendwo mehr rauchen. Nirgendwo darf man rauchen, ne? Ist überall verboten. Aber niemand zieht das Nichtraucherschutzgesetz so konsequent durch wie die Deutsche Bahn. Kann das sein? Da darf man ja nirgendwo mehr rauchen, ne? In den Zügen schon lange nicht mehr. Hier im Bahnhof, hier auf den Gleisen. Nee, auf den Gleisen durfte man noch nie rauchen. Nur so Selbstmörder. Nur so hier so. Oh, der letzte Zug. Da ist er. Nee, wie heißt das nicht? Auf den Gleisen. Wie heißt das denn? Auf dem Bahn. Auf dem Bahnsteig darf man auch nicht mehr rauchen. Nur in diesen gelben Quadraten, in diesen gelben aufgemalten Quadraten, die offenbar, da darf man rauchen. Das sind die ausgewiesenen Raucherzonen und dann stehen sie immer da, die Raucher, ja, wie so Ausgesetzte, ja, stehen immer so, wie so Nikotinschafe, so in ihrem. Aber achtet mal drauf, es gibt auf jedem Bahnsteig einen Raucher, der lässt sich das nicht gefallen. Der macht das nicht mit, das ist so ein Nikotinrebell. Der steht nicht in dem gelben Quadrat, der steht direkt daneben und pafft sich eine, ja. Und wenn Schaffner vorbeikommt, legt er schnell den Fuß aufs Gelb. Haha, der kann keiner was. Ja, ich meine, wir machen uns das hier drüber lustig. Aber ganz ehrlich, ich finde diese gelben Quadraten auf den Gleisen, ich finde das sehr, sehr effektiv. Weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt. Der Rauch, der geht ja aus den gelben Quadraten gar nicht raus. Das ist ja magische Farbe, die da verwendet worden ist. Ja, so viele. Sind Facebook-Freunde von mir da eigentlich? Wollte ich mal fragen, Facebook? Ich habe jetzt irgendwie 5000, die müssen irgendwo sein. Keiner? Aber Facebook ist toll, oder? Das soziale Netzwerk des Jahrtausends. Ich glaube, jeder zweite Internetbenutzer hat Facebook. Na, Facebook, man kann ja alles machen bei Facebook. Ne? Man kann ja sein Profil reinstellen, wie man so sagt, so seine Fotos, direkt die Bildrechte abgeben. Ja, komm, scheißegal. Ja, nee, man kann schreiben, was man denkt, was man macht, wo man gerade ist. Facebook, das gab es früher schon mal. Das hieß damals Stasi. Und die, das Prinzip ist genau das gleiche. Aber jetzt auf freiwilliger Basis funktioniert der Scheiß auf einmal. Ich bin mir sicher, es gibt so ein paar Altkommunisten, die sich gerade ärgern so. Verdammt nochmal, wenn wir 89 Facebook gehabt hätten, dann wäre das ganz anders ausgegangen. Man kann alles machen auf Facebook. Das ist eine schöne Sache, ich finde das gut. Ich finde das ganz toll. Facebook, mach das schon gut. Alles. Ich meine, ich mach mich drüber lustig, ich benutze Facebook ja selber. Ich habe ja auch ein Mitteilungsbedürfnis. Was ich nicht verstehe, sind Leute, die ihr Essen bei Facebook, also Fotos von ihrem Essen, bei Facebook reinstellen. Warum macht man das? Guck mal, ich bin ja froh, dass sie das Essen reinstellen, bevor sie es gegessen haben und nicht nachher. Das ist, aber jetzt mal ehrlich, das hat man doch früher nicht gemacht. Man hat doch nicht Fotos früher von seinem Essen rumgezeigt. Stell dir mal vor, wenn man früher Fotos von seinem Essen gemacht hat, da hatte man noch eine Kamera mit einem Film drin. Stell dir das mal vor, da musste man erstmal den Film vollkriegen. 36 Bilder. Ja? Da musste erstmal knipsen den ganzen Monat. Ja? Dann hat man den Film rausgenommen aus der Kamera. Jetzt gucken mich die Jungen hier an, wie, was redet der denn? Ja? Das war früher, ja? Das war früher nicht digital. Da hat man den Film aus der Kamera rausgenommen, ist mit dem Film zu Onkel Foto Post gegangen, hat den Film abgegeben und keine 3 Monate später hat man seine Abzüge gekriegt. Und da ist man doch nicht abends auch nicht zu seinen Freunden gegangen. Hier, guck mal, was ich vor 14 Tagen gegessen habe. Hier, guck mal, Schnitzel hier. Der hätte man doch auf die Fresse gekriegt. Und wer mir im Moment auch so tierisch auf den Sack geht, das sind diese verdammten, diese verfluchten iPhone-Wichser. Diese Leute, die im Moment... Oh, das ist aber... Oh, Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich habe mit einem Wort das ganze Publikum gespalten hier. Ja? Ich muss das relativieren. Moment, ich muss das relativieren, bevor jetzt böse E-Mails kommen. Ich meine natürlich nicht Menschen, die iPhone benutzen, um Gottes Willen. Ich bin nicht so bekloppt, mich mit 80% meiner Zielgruppe anzulegen. Nein, ich rede ausschließlich von den Menschen, mit denen du dich gar nicht mehr unterhalten kannst, weil sie nur noch auf ihr scheiß iPhone starren. Ja? Das ist kein Telefon mehr, das ist ein Fetisch. Die sind immer online. Ja? Und das wird, so ein iPhone, das wird auch übrigens nicht mehr gedrückt. Das iPhone, nein, das wird gestreichelt, das iPhone, ja, weil die Oberfläche ist ja so sensitiv, da muss man ja aufpassen, ja, ei, deswegen heißt es iPhone auch, ja, ei, ja, ne,
Noch besser sind die Leute, die ein iPad haben, ne? Also diese großen iPhone, diese DIA4-Dinger. Dann stehen sie immer da und wollen irgendwelche Anwendungen zeigen. Guck mal, ne? Die sehen doch aus, als würden sie Harfe spielen, oder nicht? Die sehen doch aus wie Peter Ustinov als Kaiser Nero in Cuvadis. Brenne rum, brenne, ei, ei. Ne? Und für alles gibt es eine App. Ja, das der Satz des Jahrzehnts. Och, da habe ich einen App für. Ne? App, kennt ihr alle, ne? App klingt schon so scheiße. App, diese kleinen Programme, die man sich überall runterladen kann. Ist auch so, ne? Schon wieder eins hier, ne? Gibt's für alles, gibt's eine App. Och, ich muss meinen Zug noch kriegen. Och, da habe ich eine App für. Der Satz, da habe ich eine App für. Ist der Satz, ja. Ne? Oh, ich wollte nachher noch ins Kino. Och, da habe ich eine App für. Oh, ich muss dringend auf Toilette. Och, da habe ich eine App für. Hier. Ein App für Mittel. Und so ein Typ hatte ich neulich neben mir sitzen im Zug, ja? So ein Geschäftstyp, ja? So ein Business. Der sprach auch nicht Deutsch, der sprach Business. Der sagte in sein iPhone, sagen Sie, ist der Tagungsort fußläufig vom Hotel entfernt? Er hat fußläufig gesagt. Ich wäre beinahe ausgestiegen von einem Zug. Fußläufig, ich meine, ich habe verstanden, was er meint mit fußläufig. Aber warum spricht er nicht normal? Warum spricht er nicht dieses, wie heißt das hier, Deutsch? Warum sagt er nicht in der Nähe? Oder wie wir im Ruhrgebiet sagen würden, nah bei. Warum sagt er fußläufig? Jetzt mal ehrlich, fußläufig kann alles sein. Es gibt keinen Maßstab für fußläufig. Ich sage jetzt mal ganz provokativ, Garmisch-Partenkirchen ist fußläufig von Köln entfernt. Okay, es dauert ein bisschen, das gebe ich zu. Aber jetzt mach mal fußläufig. Ich dachte immer fußläufig, das sind diese kleinen Hunde, die einen immer so ans Bein so wenn. Schön, was macht denn Ihr Hund da gerade bei mir? Ja, der ist im Moment fußläufig. Also. Ach so, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Kann Ihr Hund sprechen? Nein. Dann sind Sie das aber, der mir ans Bein rammelt. Ja, an der Nummer muss ich noch arbeiten. Fußläufig, sagte der. Das sind auch so Typen, die sagen am Telefon nicht guten Tag, sondern ich begrüße Sie. Das hasse ich. Ich begrüße Sie. Das sind auch Menschen, die sagen, ich verabschiede mich. Das geht gar nicht. Man kann sich nicht verabschieden. Man wird von anderen verabschiedet. Das ist was Passives. Man kann sich nicht verabschieden. Man kann sich verpissen, aber man kann sich nicht verabschieden. Das sind auch Leute, die sagen, ich empfehle mich. Wie arrogant ist das eigentlich? Entschuldigung, können Sie mir was empfehlen? Ja, mich. Das sind Menschen, die sagen, ich musste gestern eine Unterschrift leisten. Die tun mir dann auch so leid. Ja, weil das ist ja so schwer, mit dem Stift seinen Namen auf ein Stück Papier. Ja, das ist ja eine Leistung. Oh, ich musste Unterschrift leisten. Ich brich mir gleich die Finger dabei. Ja. Und dann sagt der Herrn Satz, den fand ich wunderbar. Hören Sie, ich habe vorhin mit Düsseldorf telefoniert. Hat er gesagt. Ich wiederhole es nochmal. Er hat mit Düsseldorf telefoniert. Es gibt also Menschen, die reden nicht einfach nur mit anderen Menschen. Nein, die sind omnipotent. Die reden mit ganzen Städten. Ich habe mit Düsseldorf telefoniert. Was für eine Telefonrechnung hat dieser Mann? Oder hat er eine Flatrate? Ich weiß es nicht. Da sagt er, wie geht es eigentlich Mönchengladbach? Ich dachte, weiß nicht, ich kenne da keine Sau. Wie soll es Mönchengladbach gehen? Das kann man doch gar nicht beantworten, die Frage. Und am Ende sagt der Satz, den fand ich wiederum ganz großartig. Grüßen Sie mir Kaiserslautern. Und da habe ich mich gefragt, was muss derjenige am anderen Ende machen, wenn er Kaiserslautern grüßen soll? Steigt er dann aus in Kaiserslautern, stellt sich auf den Bahnhofsvorplatz und ruft, Freunde, Römer, Kaiserslauterner, ich soll euch alle grüßen. Und Kaiserslautern ruft zurück, von wem? Vom iPhone-Wichser! Ah, vielen Dank. Hennes Bender.